Heute ist Pfingsten und ich werde zeigen, wie man Brennnesseljauche herstellt. Einen simplen biologischen Dünger. Dazu werde ich jetzt erstmal jede Menge Brennnessel ernten und dann geht es weiter. Die Brennnesseln kommen jetzt in ein Gefäß. Hier sieht man sehr, sehr viele Brennnesseln. Die muss ich alle sammeln. Das tut mir. Es tut mir allerdings im Herzen weh, dieses Biotop hier zu schädigen. Es ist ein dieses Biotop bildet die Lebensgrundlage für verschiedenste Arten. Ander, was habe ich denn hier mit übergeschmissen? Das wird jetzt schön in diese Tonne geladen und ordentlich verdichtet. Brennnesseltonnen müssen verdichtet werden. Die Tonne ist jetzt voll mit Brennnesseln. Und jetzt wird das Ganze bis oben hin mit Wasser aufgefüllt. Alles muss schön mit Wasser bedeckt sein, damit die Gärung in Gang kommt. So gärt das Ganze jetzt mehrere Wochen vor sich hin. Zwischendurch einfach mal umrühren und kann dann als Dünger verwendet werden. Man erkennt, dass es fertig ist, wenn keine Blasen mehr aufsteigen. Also die Brennnesseljauche ist jetzt gut und die kann jetzt so zum Düngen verwendet werden. Ich verwende sie allerdings stark verdünnt in einem Verhältnis von 50-50 verdünnt mit Wasser. Die Jauche sollte nicht so verwendet werden, die ist nämlich sonst viel zu stark, dann brennt es den Pflanzen alles weg. Deswegen verdünnt man die Jauche etwas. Jetzt habe ich hier eine halbe Kanne Wasser. Und jetzt sieht man hier schon, die Fliegen, die tummeln sich. Also das ist ein gutes Zeichen, könnte man so sagen. Weil hier stinkt es extrem, es stinkt nach Stuhlgang, könnte man sagen. Ja, könnte man sagen. Deswegen sollte man das Zeug auch nicht an die Hand bekommen, weil das ist ziemlich eklig. Das, also selbst nach mehrmaligen Duschen, das, also der Geruch geht nicht ab. Man riecht dann wie ein räudiger Landwirt. No front an alle Landwirte. Ich bin ja selbst ein Landwirt sozusagen. So, jetzt nimmt man hier diese schöne miefige Brühe. Also die stinkt wirklich eklig. Hier sieht man noch eine Fliege, die darin ihr Ende gefunden hat. So. Jetzt haben wir hier ein Gemisch 50-50. Also vor allem Pflanzen mit viel Blattmasse brauchen Stickstoff. Und dazu unterfällt zum Beispiel Kohl, Gurken, Tomaten. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel, das ist Spitzkohl. Am besten versucht man das Herz der Pflanze nicht zu treffen. Man sieht, dass definitiv Nährstoffe enthalten sind. So. Dann kriegt jede Pflanze von mir mal so einen guten Schluck. Auch bei Rotkohl kann man die auch verwenden, gar kein Problem. Hier haben wir noch Zucchini. Dort werde ich sie auch verwenden. Also da bietet es sich auf jeden Fall an. An sich Kürbisgewächse. Die haben ja eine enorm große Blattmasse. Da würde ich auf jeden Fall Jauchen verwenden. Die Tomaten kann man mit Brennnesseljauche hervorragend düngen. Sowie Paprika und Gurken ebenfalls. Jetzt zeige ich noch eine weitere Jauche, die man herstellen kann, und zwar eine Kohlblattjauche. Die bietet sich vor allem an, wenn man Reste hat von Kohlpflanzen. Die habe ich, und zwar mehr als genug. Die füllt man jetzt hier rein. Das sind alte Brokkolipflanzen zum Beispiel. Die werden jetzt auch schön fermentiert und vergoren und daraufhin meinen Pflanzen serviert. Hier sieht man einen Kohlrabi, der nichts geworden ist. Äußerst mager
Aber nicht schlimm, denn man sieht, ich habe auch gelungene Exemplare. So, die Tonne ist jetzt gefüllt mit Kohl, Kohlresten. Und das wird jetzt auch wieder mit Wasser aufgefüllt. Wie man sieht, ist das Flussbett mittlerweile ausgetrocknet. Deswegen müssen wir Wasser aus der Tonne nehmen. Wie man sieht, ist das Ganze jetzt schön mit Wasser bedeckt. Ich drücke es nochmal runter. So. Und jetzt decke ich es ab. So. Und das Ganze kann jetzt ebenfalls wie die Brennnesseljauche vor sich hin gären, fermentieren, Nährstoffe entwickeln und wird dann auch bei zu meinen Pflanzen dazugegeben. Also die Jauche ist jetzt eine Woche alt. Das Material beginnt sich zu zersetzen und es stinkt fürchterlich. An den aufsteigenden Blasen können wir allerdings erkennen, dass der Zersetzungsprozess noch nicht vollständig abgeschlossen ist.